haben es versprochen. Warte mal. Wen haben wir denn noch? Mein Lieber, Wochenschau am Mittwoch ist mal wieder im Baderaum. Mit dem Dreier. So, Wochenschau am Mittwoch, ich schwör dir's. Du warst schon mal hier. Herzlich willkommen zur Wochenschau am Mittwoch. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, speziell. Freue mich sehr. Hier die Wochenschau am Mittwoch, der Sport- und Fußballkanal, speziell auf Twitch. Das Ganze live hier mit echt geilen Gästen. Jede Woche ein neues Thema mit Gästen aus der Sportbranche, von der Kreisliga bis zur ersten Liga, von der ersten Liga bis zur Kreisliga. Wir haben ganz verschiedene Themen immer und wir haben geile Gäste. Nebenbei übertrage ich auch noch Spiele im Amateurfußball. Ist einiges geboten. Es gibt viele Events, die ich begleite mal live. Das kommt auch jetzt demnächst bald. Also sei dabei und auch ein bisschen normale Streams machen wir auch. Video-Reaction dann und wann. Auch bei YouTube bin ich vertreten mit der Wochenschau am Mittwoch. Dort findet ihr alle Live-Talks, alle Talks auch nochmal im Nachgang. Aber auch richtig coole Vlogs oder auch Highlights von den Spielen, wo ich war, die ich übertrage. Habe und ja, auch auf Spotify kannst du die Wochenschau Mittwoch hören. Im Nachgang die ganzen Talks, die dort hochgeladen werden. Also viel Spaß und TikTok bin ich auch immer mehr dabei, ein paar neue Formate auszuprobieren. Guck da vielleicht auch mal rein und jetzt viel Spaß. Jetzt kommen ein paar Videos noch für euch und dann geht's schon los mit dem nächsten Livestream, meine Lieben. Und dann viel Spaß euch. Ciao, die Wochenschau Mittwoch. Adrian Seitz, der Moderator und Gründer der Wochenschau Mittwoch, freut sich und das bin ich. Ciao. So, hier ist wieder Casey Stanley beim Groundhoppen beim ASC Nürnberg 1911. Und was auch ganz gut ist, ist natürlich die Wochenschau am Mittwoch. Klar, als Twitch, als YouTube und Instagram. Guck mal auf die Seite von Adrian, der macht das echt gut und ich erinnere da nur an die legendäre Folge, wo ich tatsächlich Gast war bei der Wochenschau am Mittwoch. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Da will ich euch alle sehen. Und mit diesem Gruß verabschiede ich mich zu einem sonnigen Nachmittag. Was ist denn jetzt hier los? Getränkepause, ist zu warm. Spannende Geschichte. Also, Wochenschau am Mittwoch ist das Thema. Schaut mal rein. Die Wochenschau Mittwoch, viele, viele interessante Gäste, viele sehr informative Themen rund um den Fußball, auch gerade was das Thema Frauenfußball angeht, denke ich mal, ist es für jeden sehr, sehr interessant, der ein breites Spektrum vom Fußball sich ansehen will. Ich war schon mal live dabei, kann es auf jeden Fall empfehlen, schaue selber rein und kann euch nur sagen, Wochenschau Mittwoch. Jo, was geht? Ich bin's Joban von den Kings of Gleisheim Street Football Network aus Salzburg. Und was soll ich sagen? Mega großes Shoutout an Adrian und die Wochenschau Mittwoch. Danke dafür, dass du mit mir und meinem Bruder unser erstes Video-Interview geführt hast, aber auch danke dafür, dass du deinen eigenen Weg gehst. Wirklich, das ist so wichtig, weil du auch dadurch Leute inspirierst, einfach mal versuchen, ihr eigenes Ding durchzuziehen. Und mir hat mal ein sehr weiser Mann gesagt, wer in den Spuren anderer wandert oder wandelt, darf sich nicht wundern, wieso er keine Eindrücke hinterlässt. Und ja, ich glaube, damit ist alles gesagt. Mach einfach weiter so, bleib am Ball und ich freue mich auf alle möglichen neuen Konversationen, die wir in der Zukunft führen können und werden, weil es ist ein Genuss mit dir generell, einfach nur über Fußball zu labern, aber auch über andere Themen natürlich, aber Mann, was soll ich sagen? Danke, Shoutout an dich, Peace. Moin Moin Leute, ich mal aus einer etwas anderen Perspektive. Und zwar möchte ich die Gelegenheit nutzen und hier mal kurz auf einen guten Freund von mir aufmerksam machen, nämlich dem lieben Adrian, der die Wochenschau am Mittwoch führt. Ein interessantes Projekt mit vielen interessanten Gästen. Ich war zum Beispiel im September 2021 auch mal mit ihm live, habe mich über viele Themen im Fußball mit ihm unterhalten, auch mal ein bisschen über den Tellerrand geschaut. Ja, und wenn ihr das Projekt interessant findet, dann lasst ihm doch einfach mal einen Follow da, klickt auf den Link, den ich euch jetzt hier markiert habe, drauf. Durch seine Stories seid ihr immer top informiert. Ihr seid jederzeit auf dem aktuellen Stand, welche Gäste er für seine Show gewinnen konnte. Ja, auf YouTube und auf Twitch findet ihr ihn auch. Einfach Wochenschauer Mittwoch eingeben und dann werdet ihr fündig. Ich hatte die Freude, eingeladen gewesen zu sein und zum Thema Futsal sprechen zu dürfen. Das war mir eine große Freude. Vielen Dank dir, Adrian, für die Möglichkeit, diesen Sport bekannter zu machen. In einer Reihe dann auch noch mit Philipp Pless und mit dem Manu Fischer war das eine schöne Sache. Es hat mich sehr gefreut. Schönen guten Tag, liebe Leute. Hier ist die Rumbombe. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich auf diesem Kanal zu sehen bin. Und zwar
Wollte ich euch nur noch mal daran erinnern, wie der Adrian und ich zusammenkamen und was uns überhaupt verbindet. Denn wir beide kennen uns jetzt schon 2 Jahre. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt durch die Knossi Talentshow, weil ich dort ja teilgenommen habe. Und seitdem ist der Adrian ein wirklich guter Freund von mir geworden. Wir schreiben oft hin und her. Ich mag den Adrian, ich mag seine Art. Ich habe null mit Fußball am Hut, aber genau das ist der Grund, warum ich den Adrian so mag. Der Adrian ist ein Mensch, der an sich gut ist, der sehr strukturiert ist, der sehr nach vorne blickt und sehr positiv ist. Und das mag ich sehr an Menschen. Deshalb würde ich euch raten, Wochenschau am Mittwoch zu folgen. Da passiert in Zukunft noch einiges. Ich bin überzeugt, der Adrian und ich, wir schreiben jeden Tag gefühlt. Und Adrian, ich wünsche dir das Allerbeste. Und dass Wochenschau am Mittwoch nach oben ragt, ja, wie der Mount Everest. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag und schaltet rein. Für die von euch, die Fußball bzw. generell Sport interessiert sind, Adrian hat einen Kanal, Wochenschau am Mittwoch, checkt gerne mal aus, hat immer spannende Interviewgäste, zum Beispiel jetzt Mo Idrissou, über 100 Bundesligaspiele, bei der WM 2010 gewesen, ist bei ihm zu Gast. Ich war selber bei ihm im Interview, super geiler Typ, schaut auf jeden Fall vorbei, Kuss geht raus. Hallo liebe Leute, mein Name ist Tom Samson, ich bin 27 Jahre alt, war jetzt lange Zeit U17-Trainer beim FC Carl Zeiss Jena, vorher selber Spieler, beim KSV Baunatal in der Regionalliga und ich war in der Wochenschau am Mittwoch beim Talk vom Spieler zum Trainer. Beste Empfehlung, ja, schaltet mittwochs ein, hört euch die neuen Folgen rein. Adrian steckt da sehr viel Herzblut rein, deswegen weiterhin viel Erfolg und ganz liebe Grüße. Hallo ihr da draußen. Ich bin der Sofyan Mokhtari, Spielerberater, Trainer und Autor. Ich kenne den Adrian durch mein Buch, das ich letztes Jahr herausgebracht habe, ganz unten und ganz oben. Und ich durfte an der Wochenschau am Mittwoch mit teilnehmen als Gast. Und es war eine sehr interessante Sache. Und ich finde, der Adrian macht eine ganz tolle Arbeit. Ich würde euch allen raten, bleibt an der Wochenschau am Mittwoch dran. Ihr erfahrt dort immer super interessante Themen mit ganz, ganz, ganz tollen Talkgästen, die ganz viel euch erzählen rund um den Sport, auch ein bisschen Hintergrundwissen weitergeben. Von daher finde ich das ganz toll, was du machst, Adrian. Bleib dran, mach weiter so. Ich folge dir und ich finde deine Themen ganz, ganz toll. Und dementsprechend nochmal vielen Dank auch von meiner Seite. Viel Spaß und bis dann. Hi Leute, hier eine kleine Message an euch. Ich kann euch nur die Wochenschau Mittwoch von lieben Adrian empfehlen. Ich selber war schon Gast gewesen, ja. Da ging es um das Thema Frauenfußball und ja, das Leben als Trainer im Frauenbereich. Und kann euch nur sagen, wenn euch das Thema Sport interessiert, insbesondere Fußball, ist es ein absolutes Muss, ja. Wochenschau Mittwoch, schaut euch das bei Insta an, abonniert den Kanal. Unterstützt den Jungen am besten und seht dann, auch andere Bereiche werden dort abgepflügt, wo ich sage, mega interessante Sachen, ja, aus dem Futsal-Bereich, aus anderen Sportarten, Scouting, E-Sports, wirklich alles, was ihr euch, ja, was ihr euch wünscht, sage ich jetzt mal, und für mich ein absolutes Muss, ja, weil der Junge ist einfach sozial super mega drauf, setzt sich auch viel ein, engagiert sich in Sachen neben dem Sport und geht sehr, sehr tief ins Detail rein. Ein super Typ, ja, stellt sehr, sehr gute Fragen, bringt sehr, sehr viel Informationen rüber und es ist ein super Zusammenarbeiten und immer wieder eine Freude mit ihm, ja, sich über den Sport auszutauschen. Und schaut am besten einfach rein, macht euer eigenes Bild, ja, mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Wochenschau Mittwoch, wer es verpasst, ist selber schuld. Ja, hallo liebe Freunde von der Wochenschau am Mittwoch. Mein Name ist David Fuhl. Ich war vor einigen Monaten, ja, es ist schon ein bisschen länger her, war ich zu Gast bei Adrian bei der Wochenschau am Mittwoch und ja, bin der Einladung von Adrian sehr, sehr gerne gefolgt. Ja, war ein Thema, was mich speziell betroffen hat. Und zwar war das die, ja, das Thema Real Madrid Fußballschule, dort bin ich als Trainer aktiv und genau da habe ich mich so ein bisschen mit Adrian ausgetauscht. Ich folge auch seitdem sehr, sehr gerne der Wochenschau am Mittwoch, weil immer wieder neue spannende Gäste, neue spannende Themen dazukommen und ja, wollte ich euch oder wollt euch das Ganze auch ja, wärmstens mal ans Herz legen.
weil einfach Adrian da mit Herz und Seele dabei ist und sowas unterstütze ich ganz gerne. Und ja, deswegen schaut einfach mal an bei Adrian vorbei, bei der Wochenschau am Mittwoch. Und ja, ich mache es auch regelmäßig. Und genau, alles Gute bis dahin. Ciao, ciao. Hey Leute, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich vor kurzem mal im Live-Talk mit Adrian vom Kanal Wochenschau am Mittwoch war. Da habe ich einfach so ein bisschen über mich und meinen Sport, also meine Leidenschaft geredet. Und Adrian hat mir auch extrem interessante Fragen gestellt. Darum hat es mir auch richtig viel Spaß gemacht, da dabei zu sein. Denn Adrian ist auch extrem nett und aufgeschlossen. Deshalb würde ich euch einfach mal ans Herz legen, schaut gerne mal beim Kanal Wochenschau am Mittwoch vorbei. Denn da sind ganz, ganz viele Beiträge rund das Thema Sport und die sind wirklich sehr, sehr lohnenswert anzuschauen, deshalb schaut gerne mal vorbei. Hi Leute, Stefan Mellentin hier, Autor der Bücher Flutlichtgefühle und Strafraumbeziehung. Ich war auch schon zu Gast beim Adrian in der Wochenschau am Mittwoch zum Thema Futsal. Das ist in den Büchern und in der Werbung ein Randthema und möchte euch einfach nur darauf hinweisen, hin und wieder mal reinzuschauen beim Adrian in seine Wochenschau am Mittwoch. Er hat viele, viele spannende Themen rund um das Thema Fußball und Futsal war eben auch schon Thema. Schaut einfach mal rein. Viel Spaß und liebe Grüße. Na, servus. Kevin Snowden hier, Athletiktrainer vom Nachwuchs von Energie Cottbus. Ich war vor einigen Monaten auch schon mal bei Adrian in der Wochenschau am Mittwoch zu Gast. Und weiterhin führt er seine Show fort und hat immer wieder spannende Gäste, wie zuletzt so ein ehemaliger Profi wie Moritz Drissou. Deswegen schaltet immer fleißig ein, bleibt Adrian treu und genau, vielleicht sehen wir uns auch bald wieder. Hallo zusammen, mein Name ist Dietmar Hirsch, ich bin ehemaliger Fußballprofi und aktuell Fußballtrainer. Und ich möchte euch heute den Podcast Wochenschau am Mittwoch ans Herz legen. Ich selber durfte Gast in der Sendung sein. Bei mir ging es um das Thema vom Spieler zum Trainer. Das passte ganz gut. Also war wirklich ein toller Austausch, tolle Fragen. Ich glaube, alle haben viele Eindrücke gewinnen können, wie es ist, wenn man als Spieler überlegen muss, was macht man danach. Bei mir war es halt die Entscheidung, dass ich Trainer werde. Aber auch sonst, denke ich, ist die Wochenschau am Mittwoch wirklich sehr informativ, deckt eine riesige Bandbreite an Themen rund um den Fußball ab. Und ich hoffe, dass ihr ja, euch auch für diesen Podcast interessiert, dass ihr gelegentlich mal reinschaut und ja, wie gesagt, von meiner Seite wirklich Daumen hoch, macht weiter so und ich hoffe, ihr gewinnt viele Interessenten und viele Reinhörer, Zuschauer, wie auch immer, hinzu und von daher wärmstens zu empfehlen und ja, ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Reinschauen, beim Reinhören und bleibt alle gesund, euer Dietmar. Ciao, ciao.